Hallo und herzlich willkommen. Darf euch und Sie begrüßen zur Pressekonferenz vor dem Hansa-Auswärtsspiel beim SV Wien Wiesbaden am Sonntag um 13.30 Uhr. 1.700 Hansa-Fans sind definitiv mit dabei. Die Gästekasse hat aber geöffnet und zwar 90 Minuten vor Spielbeginn. Es gibt also noch reichlich Tickets. Damit übergebe ich an unseren Cheftrainer Alois Schwarz. Alois, bring uns mal auf den aktuellen Stand. Wie sieht's aus? Ja, erstmal von mir ein Hallo. Ja, es sieht von der Sache ja gut aus, personell. Wir haben wieder Einsteiger. Olli Hüsing hat voll mittrainiert, Simon Rein hat voll mittrainiert. Werden aber noch keine Option sein, dass sie natürlich Trainingsrückstand haben. Auch Lukas Scherf ist voll eingestiegen. Auch das macht Freude nach seiner langen Verletzung. Bei Sabri Zing, der wird heute das erste Mal einsteigen nach seinen Wadenproblemen. Da schauen wir mal, wie das dann funktioniert. Nico Neidert hat individuell trainiert, wird auch heute einsteigen nach seiner Adduktorenprobleme oder Leiste, die er sich zugezogen hat im letzten Spiel. Und definitiv ausfallen wird natürlich auch Miloš, der noch immer an seinem Mittelfußbruch leidet. Das erstmal von meiner Seite. Vielen Dank, dann gute Besserung an unsere verletzten Spieler. Und dann machen wir auch gleich weiter mit euren Fragen. Den Prozess kennt ihr. Ach, Elisabeth Reinhold von der Ostseewelle macht den Anfang. Ja, hallo Herr Schwarz. Ich meine, Druck ist ja immer da, aber inwiefern ist es für Sie jetzt in der aktuellen Situation, wie viel Druck mehr verspüren Sie aktuell? Wie vor jedem Spiel, ne? Dass man mal nicht so eine gute Phase hat. Ich glaube, das kann immer mal wieder passieren. Das ist uns jetzt passiert und wir wollen natürlich auch das mal wieder in der andere Richtung kriegen. Wir haben jetzt im letzten Spiel gegen Kiel eine sehr, sehr gute B-Note gehabt. Ja, viele Torabschlüsse, viele Flanken, aber wir haben keine A-Note hingekriegt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir jetzt dementsprechend mal bringen müssen, wieder Ergebnis. Ihr Motto war und ist ja auch immer, nur gemeinsam können wir das schaffen. Jetzt reisen rund 2000 Hansa-Fans wieder mit nach Wiesbaden, steuern ihren Teil dazu diesem gemeinsamen bei. Inwiefern haben Sie denn jetzt vielleicht nochmal der Mannschaft extra Dampf oder nochmal wachgerüttelt, damit auch da der Gemeinschaftsteil noch mehr beigesteuert wird? Ja, das ist immer schön, wenn viele Fans mitfahren und das habe ich immer gesagt, nur gemeinsam können wir es schaffen und letztendlich sind wir trotzdem auf dem Feld dafür verantwortlich, um auch die Fans so richtig mitzunehmen und denen auch mal wieder ein Geschenk auswärts zu geben. Das heißt, wir müssen wieder an die Leidenschaft rankommen, die wir immer gehabt haben und dadurch auch vielleicht auch mal den Bock mal wieder umzustoßen, weil von der Sache her wird es langsam Zeit. Ben Brümmer von der Ostsee-Zeitung. Herr Schwarz, wie hoffnungsvoll sind Sie, dass Nico Neidhart für das Wochenende wieder eine Option ist? Können Sie da einen kleinen Ausblick geben? Es ist auf jeden Fall täglich besser geworden. Wir werden heute mal sehen, dann heute Mittag, wenn er ins Training einsteigt. Ich bin voller Hoffnung. Nico ist ein wichtiger Spieler für uns. Ansonsten muss man sagen, wenn es nicht klappen sollte, Strauß hat es auch ganz gut gemacht in letzter Zeit. Deswegen, ja. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es klappt. Und dann schauen wir mal. Adrian Wittwer von der Bild-Zeitung. Jetzt gab es ja gestern dieses Schreiben des Aufsichtsrats an die Mitglieder. Ich war so ein bisschen überrascht über den Zeitpunkt und die Klarheit. Sie auch? Wie haben Sie dieses Schreiben aufgenommen? Beziehungsweise gab es im Vorfeld auch ein Gespräch mit Ihnen, dass Sie nicht überrascht sein mussten? Also überrascht war ich so nicht, weil ich glaube, es ist turnusmäßig, dass man alle Vierteljahr einen Bericht macht. Das ist mal mir bekannt zumindest. Und jetzt, was da jetzt drin steht über die Inhalte, da ist der Aufsichtsrat bzw. die Stände. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe und über das, was ich einfach beeinflussen kann, das ist der Sport. Und das tue ich und mit voller Überzeugung und ich habe intern auch die volle Unterstützung und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also gab es nicht in den letzten Tagen dann auch nochmal ein persönliches Gespräch mit Ihnen, dass man genau das, was dort gefordert wurde, auch von Ihnen gefordert hat, was Training, was diese Kompaktheit, was das Anknüpfen ans Frühjahr angeht? Wir sind intern immer im Austauschen, das muss ich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut und deswegen intern will ich das auch so belassen und das ist wichtig für mich. Ich halte mich auch da dran und letztendlich kann ich das beeinflussen, der Sport, und da wollen wir wieder Punkte holen und das ist für uns wichtig, alles andere interessiert mich nicht. Jetzt ist auch auffällig in der Tabelle bzw. den bisherigen Ergebnissen, dass die Punkte bzw. Siege gegen Mannschaften geholt wurden, die auch unten drin sind oder von denen man es auch so ein bisschen erwartet hat.
Es ist mit Wiesbaden wahrscheinlich wieder so eine Mannschaft auf Augenhöhe, wo womöglich viele erwarten, dass das so ist, damit man sagen kann, das sind die Truppen, gegen die man punkten muss und jetzt sind wir wieder im Soll. Sehen Sie es ähnlich? Also erwarten immer, ist es immer schwierig, weil diese Liga ist ja so eng und man kann auch gegen Düsseldorf, wenn man das gesehen hat, erwarten oder gegen Lautern, wo wir eigentlich das 2-2 auf dem Fuß haben, dass wir da auch was holen können. Und so ist es auch jetzt gegen Wiesbaden. Mit Sicherheit ist es richtig, dass wir jetzt, sagen wir, wenn man die Tabelle anguckt, gegen die unteren dementsprechend gewonnen haben. Wen tummelt sich mit uns gerade da? Und deswegen ist es natürlich oder wäre es wichtig für uns, 3 Punkte mitzunehmen. Glauben Sie, dass mit einem Sieg dort die Krisensituation von jetzt dann wieder so ein bisschen ein Haken hinter ist, weil man dann ja von der Punktezahl und so weiter wieder in Anführungsstrichen im Soll ist? Ja, die Punkte sind einfach wichtig und wie gesagt, wir haben zuletzt ein bisschen zu viel liegen lassen und ich glaube schon, dass wir 3 Punkte vielleicht hinterher hinken, aktuell, wenn man es mal so sieht, wenn man unsere Spiele sieht, wenn man die Situation sieht. Wenn wir die natürlich wiederholen könnten, wäre es besser, aber auch noch nicht zufriedenstellend. Vielleicht ein paar Worte zu Wiesbaden, die haben auch viele Wochen nicht gewonnen, aber auch mit durchaus respektablen Ergebnissen, Punkt gegen Hamburg dann zum Beispiel und auch und jetzt eben den Sieg. Sehen Sie sich auch leistungsmäßig so ein bisschen auf Augenhöhe oder wie schätzen Sie Wiesbaden ein? Ja, die letzten 4 Spiele haben sie 4 Punkte gemacht. Ich glaube, sie haben auch ein sehr, sehr gutes Pokalspiel gegen Leipzig, das Nachholspiel gemacht. Ist eine Mannschaft, die natürlich dann schon auf Ergebnis auch spielen kann. Markus ist ja dafür auch bekannt, auf Ergebnis Fußball zu spielen, das wissen wir, was da auf uns zukommt. Und deswegen, ja, sind wir schon gewarnt, was da auf uns wartet. Letzte Frage von mir. Können Sie mal einen Ausblick nochmal geben auf die Reiseplanung der nächsten Tage? Es gibt eine englische Woche. Nürnberg ist auch da unten einigermaßen in der Nähe. Bleiben Sie gleich irgendwo in der Nähe? Kommen Sie wieder zurück? Wie fliegen Sie denn nach Nürnberg? Also wir fliegen jetzt auch nach Wiesbaden und dann fliegen wir nach Nürnberg. Wir kommen wieder zurück. Das wäre zu lange diese Zeit. Deswegen machen wir das so. Jan Detjogeit, NDR1 Radio MV. Wenn es nicht so läuft, dann hat man als Trainer ja sicherlich so ein paar Ideen, was man machen kann, damit das wieder in die richtige Bahn kommt. Sind Sie schon an dem Punkt, wo Sie Dinge verändert haben, vielleicht eine etwas lautere Ansprache oder sogar im Training Dinge verändert haben? Also ab und zu gibt es mal lautere Ansprachen, es wird automatisch. Das Training haben wir auch mal ein bisschen Dinge verändert, klar. Wir wollen natürlich gucken, dass wir den Bock irgendwie umstoßen. Gerade auch, wir haben wieder diese Probleme mit Standards gehabt. Auch das ist ein großer Trainingsanteil, weil die meisten Tore fallen eben durch Standards oder eben durch Umschaltspiel, wenn der Gegner nicht organisiert ist. Das sind ja dran, dass wir das ordnen und dass wir da besser sind. Und ja, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Keine weiteren Fragen. Alles, dann viel Erfolg. Dankeschön.